Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Quadriga. Oh mein Goodness, wir können fahren, wir sollten fahren, wir müssen fahren. Oh ja. Und wer fährt? Nut ist gefahren, hat letztes Mal einen Sieg geholt. Und Rigatikus wird jetzt hier uns stolz machen. Vielleicht. Fair play. The Predators have decided to forbid all aggressions at this race. Okay. No laceration, neither ramming. Was? Keine Ahnung. Wir können hier keine Aggressions machen. Angeblich. Wir werden mal sehen, ob das alles so stimmt. Wir sind in der Nasenspitze vorne. Wir könnten also hier tatsächlich keine einzige Aggression. Ja, wir lassen uns dadurch nicht beirren. Wir sind hier schön langsam, machen wir hier. Weißt du, in der Kurve werden wir sowieso vorne sein. Aber er wird hier ganz vorne sein, wahrscheinlich. Also nicht nur wahrscheinlich, sondern sehr bestimmt. Aber das macht uns jetzt mal so gar nichts erstmal, ne? Du kommst natürlich auf meine Spur, ist ja klar. Wieso denn bloß? Was soll denn das? Wird der noch schneller, ist die Frage. Nein, wird er nicht. Oh, leck mich fett. Das ist schon wieder ärgerlich. So, sind wir jetzt am schnellsten Punkt? Sind wir natürlich nicht. Natürlich nicht. Wir gehen jetzt hier zwei nach... Willst du mich verarschen, Herr Kollege? Ja, ich glaube, er will mich verarschen. Ich glaube, er will mich sowas von... Er will mich so richtig, ne? Er will es mir so richtig besorgen. Er will es einfach... Er will es einfach haben. Er will es einfach haben. Guck ihn dir an. Du kleiner Stinker. Nein, nicht die Pferde leiden lassen, bitte. Lass mich jetzt hier weg. Schneller. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wir hängen hier fest. Jetzt reicht's mir aber. Jetzt haut er ab, weißt du? Dieser blöde Kasper. Der hat uns schon wieder so viel gekostet, ne? Boah, ey. Ich hasse dich, ich hasse dich. Ich gebe jetzt Gas. Aber richtig. Ich gehe jetzt hier in die Kurve rein. Das ist mir scheißegal. Ich schwöre, wo ist mein Pfeil? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Er ist nicht da. Er ist einfach nicht da. Deswegen sehen wir ihn nicht. Ich gebe hier richtig Gas. Ich gebe hier durch die Kurve, gebe ich Feuer. Das ist mir scheißegal, was hier leidet. Scheiße. Ich gebe hier so richtig Gas. Ich bin nämlich jetzt richtig beleidigt. Das müssen die Pferde nämlich ordentlich hier zu spüren bekommen jetzt. War das ich? Oh, das war ich. Scheiße. Und schon wieder. Das ist natürlich doof, ne? Ich gehe jetzt mal hier. Ah, der geht auf zwei Nasen. Blödes Hund. Fall um. Nein, tut er nicht. Hier mal einen aus. Wir sind sehr lahm. Wir müssen peitschen, ne? Es geht nicht anders. Wir müssen, wenn wir hier noch was retten wollen, dann müssen wir durchziehen. Und das war ja so klar. Es war so klar. Oh, er lässt die Dinger. Er lässt die armen Pferde aber auch leiden hier. Du, pass auf, ich gehe drei nach innen. Ich gehe zwei. Mindestens zwei. Ich gehe drei. Ich gehe drei nach innen. Ich werde jetzt hier durch die Kurve brausen. Auf der innersten Bahn, die ich kann. Um so noch ein bisschen was rauszuholen, nicht? Ich werde natürlich nicht peitschen. Wir sind Zweiter oder was? Ne, Vierter, ne? Das gilt ja hier andersrum. Ist immer von da nach da. Von außen nach innen, sozusagen. Ich gebe hier nochmal Gummi. Komm, Kollege, halt durch. Halten Sie es durch. Halten Sie es bitte durch. Wir sind, ich weiß gar nicht mehr, was sind wir? Ich gehe hier noch einen rein, weil das können wir durchaus schaffen mit der Leistung hier. Oh mein Gott, ne? Ja, klar, Digga, was machst du da? Aber ich hoffe, wir werden wahrscheinlich nicht nach außen getragen, aber wir kommen rum, aber wir werden nach außen getragen. Das ist sehr schön, das ist sehr, sehr schön. Und jetzt müssen wir Gas geben, jetzt müssen wir peitschen hier, was ist das Zeug hier? Komm. Shazam, aber er ist noch ein bisschen schneller. Scheiße.
Komm, schaffen wir das? Schaffen wir das? Das wird sehr, sehr knapp. Das ist sehr, sehr, sehr. Es ist sehr, 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 sehr. Ne, wir schaffen es nicht. Oh, scheiße. Wir wären fast Dritter gewesen, glaube ich. Das hätten wir fast hingekriegt. Es war ein Kopf an Kopf. Ein Dings an Bums. Weißt du? Rigatonius hat es leider nicht geschafft. Wir sind schon wieder einmal durch mit unserer Rotation, oder? Sehe ich das falsch? Damasios, guck mal, hier haben wir richtig schöne Fahrer. Richtig gute Fahrer, die sehr geskillt sind vor allem. Also die jetzt in den Kurven und Crashes und solche Sachen machen, die halt... Die fahren die Kurven enger und so, die können gut fahren. Die können einfach gut fahren. Terrius, warum haben wir das nicht? Das wird schon noch. Wir fahren mit Invomandos, unserem Kollegen. Der könnte sich ruhig auch noch mal ein bisschen verbessern. Bumpy Arena. The wheels will break easier. Oh, das trifft sich natürlich super gut. Ja. Quält eure Pferde ruhig. Quält sie ruhig. Jawohl. Ihr könnt sie ruhig quälen. Da macht uns gar nichts. Wir kommen gut vorwärts. Wir kommen vorwärts. Das ist äußerst praktisch. Wir werden auch in der Kurve noch beschleunigen. Ja, wir will lieber peitschen. Irgendwo hin. Nach da. Und schon haben wir einen weniger. Er wird gebremst. Und wir sind wieder schön eingeklemmt hier. Ist das nicht herrlich? Oh, ist das herrlich. Ich liebe es. So. Das war das. So, wir werden die Chance hier nutzen. Ich glaube, wir sind auf schnellster Beschleunigung. Das heißt, wir können jetzt mal hier schön nach außen gehen. Ja, dass du nämlich hier wieder einen damit gehst, das war mir klar. Blöder Kasper. Weißt du Bescheid? So, pass auf. Und wir geben jetzt Gummi. Wir gehen jetzt hier einfach durch die Kurve durch. Ich hoffe, er überlebt das. Oh, oh, oh. Wir sind rot. Was ist das denn? Wie schön das klappt. Guck mal hier. Gib Gas. Gib einfach nur Gas. Wir kommen. Oh, hat er gleich ein Pferd verloren. Ein richtiges Pferd verloren. Ein fettes Pferd verloren. Wir geben nochmal Gas. Wir geben immer weiter Gas. Und ja, quält eure Gäule. Quält sie ruhig. Jawohl. Das macht mir Spaß. Die breaken zwar easier, aber wir sind ganz gut dabei. Wir kommen hier durch. Scheiße, Digga. Sind wir Erste? Wir sind Erste. Oh mein Goodness. Wir werden jetzt mal kurz nicht peitschen, glaube ich. Wir gehen mal einen nach innen, oder? Nee, ich fahre mal einfach hier. Komm. Immer auch damit. So, wir gehen schön stabil durch. Das ist die vorletzte eine Runde, müssen wir noch. So, ich wollte jetzt eigentlich hier mich... oh, das ist ja nicht so schnell unterwegs. Das heißt... Aber hier war doch bestimmt was liegen geblieben. Zumindest hier in den Kurven oder so. Nix, alles frei. Der ganze Weg ist frei. Hier ist in der 1, 2, 3. Von außen. Wir könnten uns hier in die Mitte setzen. Da war alles frei, ne? Wir können auch einfach Gas geben. Wir können auch einfach nur Gas geben. Warum nicht? Es ist eine Gerade. Das heißt immer, die anderen geben Gas. Und jetzt können wir mal... 1, 2. Machen wir mindestens. Wir gehen mal 2 nach innen. 3 wäre jetzt vielleicht besser gewesen, wenn der da so anpeitscht, aber der kann ja nicht nur peitschen, der kann ja nicht dauernd peitschen. Das kann ja nicht gut gehen, das kann ja hoffentlich geht uns das gut. Oh mein fucking Gott. Falls er uns vorbeiziehen würde, werden wir ihm ordentlich einen mitgeben. Ne, das wird nichts leider. Eieieiei. Wir waren noch Erster hier oben. Shazam, wir müssen durch, wir müssen Peitschelung machen. Baby, noch kein Quatsch. Wir sind ganz gut da drin. Wir sind ganz gut. Wir haben dauernd dieses rote Zeichen hier, aber das macht uns ja kaum die Hälfte. Es läuft. Es läuft. Komm, zieh durch. Zieh einfach durch hier. Die Kühe sind auch schon da. Die warten auf den Melker. Damit sie auch gemelkt werden. Oh, da liegt eine Peitsche im Weg. Das ist ja sehr praktisch. Kannst du die aufheben, dann haben wir zwei. Da wird ja wohl jetzt nichts passieren, ne? Also das verbiete ich mir aber jetzt. Oh, Mama Mia. Naja, unsere Pferde halten das aber aus, das wissen wir ja. Wir haben die guten Pferde, die das aushalten. Zum Glück. Oh, jetzt wird's aber braun. Jetzt wird's aber braun.
Wir fahren nach außen. Da ist nämlich was im Weg auch. Da müssen wir schön warten. Müssen wir schön langsam machen. Das ist jetzt die letzte Runde hier. Da war jetzt Ende. Quasi. Unser Dings ist ein bisschen angeschlagen. Wir werden hier schön stabil bleiben. Einfach nur stabil bleiben. Und du gehst mal weg, du. Du gehst mal weg, du. Guck mal, wie hat er das denn gemacht? Wenn du jetzt hier... Also nee, komm, dann müssen wir Gas geben. Falls der nochmal irgendwie gekommen wäre, weißt du, wir haben gewonnen das Ding, ne? 10.000 Kollegen haben wir wieder eingesammelt. Informant. Unser Informandus hat wieder alles rausgeschossen, hier was er hatte. In der Hose. Und schon hat er das auch schon. Haben wir wieder gewonnen. Wir haben 64.000 Mark auf dem Konto. Was willst du mehr? Was willst du mehr eigentlich? Aber ich hätte ruhig mal einen Stern bekommen können. Und noch einen Stern. Und noch was Besseres. Und noch was Geileres. Und nächstes Mal ist er wieder dran. Das Dumme ist, der hat keinen Wagen. Also wir könnten ihm den geben. Warte mal. Was ist das Mannequin? Ne, das wollen wir nicht. Wir wollen den Magen hier haben. Das ist nämlich genauso einer. Ach, das Mannequin ist verletzt. Ja, sag das doch gleich. Ist mein Männchen verletzt oder der Wagen? Das Männchen, ne? Sollen wir den überspringen? Oder? Der hat jetzt sehr gelitten. Im letzten Rennen da, irgendwann hat er sehr gelitten. Das wissen wir noch. Das war nicht so gut. Das war ja nicht so gut, nicht? Das war ja nicht. Wie spät haben wir denn? 11 Minuten. Also das schaffen wir nicht. Also ich würde mit dem Dirne fahren, tatsächlich. Ich würde es machen. Auch wenn er ein bisschen angeschlagen ist. Machen wir es einfach. Wir machen es einfach. Der Dirne macht das schon. Cut Reins. Schon wieder? Wir haben die Reins gekettet und wir können nur eine Spur wechseln. Jeweils. Also wir können... Das ist natürlich hart, wenn du hier ganz innen startest und dann nur eine Spur wechseln kannst immer. Ja, dann musst du immer nicht wieder so durch... Oh, das ist sehr hart. Das ist äußerst hart, sage ich dir. Vielleicht müssen wir dort mit Fliehkräften arbeiten. Oh, langsam, langsam, langsam. Schön stabil bleiben, schön stabil. Oder lass dich einen außen tragen, schon mal genau. Dann haben wir es gleich nicht so schwer. So ist schön. So ist schön. Dann können wir jetzt nämlich noch hier beschleunigen. Gib Gas. Komm, komm, komm hier. Schön Gas geben. Genau. Dann können wir mit der Fliehkraft arbeiten quasi. In der nächsten Kurve können wir das eventuell wiederholen. Aber am besten wäre, wenn wir vorher schon mal einen nach oben gehen. Konnten wir jetzt wirklich nicht zwei nach oben? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich hoffe, das reicht. Er dreht sich nach außen. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlimm. Das ist sogar gut. Da wollten wir ja hin, eigentlich. Und da haben wir uns gespart. Ne? Haben wir uns gespart, dass einmal eine Runde hier nochmal die Seiten zu wechseln. Da können wir jetzt einfach mal hier Gas geben. Komm, Dirne, du schaffst das. Und du schaffst das auch ohne die Pferde zu quälen. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass du das einfach mal hinkriegst. Und jetzt fahren wir hier ganz gemächlich in die Kurve rein. Ich überlege sogar, ob ich wieder ganz nach außen wechsle. Aber Gas geben können wir immer noch. Ich meine, Gas geben können wir. Wir können ja ein bisschen, wie Chris ja. Aber wir geben einfach Gas. Aufgeschissen. Wir geben Gas. Soweit ich weiß, ist da auch nichts passiert. In den Kurven. Deswegen lassen wir das so. Fahren wir hier schon in die Kurve rein? Ja, wir fahren schon in die Kurve rein. Wir sind schon drin in die Kurve quasi. Also das müssen wir nochmal hier schön langsam angehen lassen. Wir wollen hier nichts brennen lassen. Und schon gar nicht an. Schon gar nicht anbrennen lassen. Weißt du, wie ich mein? Schön durch die Kurve durch hier und schön gemächlich. Immer schön ruhig bleiben. Ja, ganz ruhig bleiben. Immer schön locker flockig. So mögen wir das. Wir sind hier ganz alleine, auch weil da kommt der andere. Wir sind also hier ganz schön weit vorne eigentlich. Deswegen geben wir noch mal ein bisschen Gas. Damit sich das auch nicht endet. Der hier kriegt ein ganz schön was ab hier, ja. Ich glaube, der, wenn du hier drüber gehst, dann macht der schon, weiß der schon vorher, ob der was abbricht. Ja? Der war gerade schon so komisch grün. Also hatte der bis dahin noch gar nichts irgendwie abgekriegt. So, jetzt können wir hier mal gucken, wann der nächste kommt. Hier bleiben wir nochmal scheiße. Hier bleiben wir einfach nochmal scheiße. Ne, wir gehen eben nochmal einen aus. Und da kommt der. Er kommt nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind alleine. Da kommt er erst. Da ist er, da ist er. Sehr weit weg, sehr weit, also ziemlich weit weg, sagen wir mal so. Sagen wir es so, wie es ist ziemlich weit weg.
Wir fahren hier einfach mal stabil weiter. Ich glaube, wenn er jetzt hier ordentlich durchpfeffert, dann kann er uns noch einholen. Schätze ich mal. Schätze ich einfach mal so. Aber ich denke mal, wir schaffen das. Wir fahren das Ding nach Hause. Ich habe schon Angst gekriegt, dass ich das Ding gesehen habe. Aber das sieht gut aus. Und so sind die Pferde jetzt auch nicht allzu sehr gelitten. Einen kleinen Stich haben sie abbekommen, nur so einen kleinen Klatscher. Popo-Klatscher haben sie abgekriegt, das ist halb so wild. Das muss so ein Pferd abkönnen, ne? Einfach mal. So einen kleinen Klatscher auf den Arsch. Muss du schon hin, muss schon abkönnen, ne? Wir haben schon wieder gewonnen. Was ist los? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Wir sind hier am Abräumen. Wir räumen hier ab, sag ich dir. Was haben wir denn hier? Wir sind richtig am Abräumen. Ich verstehe gar nicht, wieso. Ich verstehe wirklich nicht, wieso. Was ist denn los? Was haben wir getan? Dunorix hatten wir nicht schon mal. So, Dirne war dran. Der Kollege ist wieder, Nut ist wieder bereit. Wir haben viermal gewonnen mit Dirne. Das ist wieder unser Nummer 1 Fahrer. Ja, wir könnten diese beiden Fahrer tauschen, weil aber jetzt ist Nut erstmal dran. Nut ist erstmal dran. Und dann wollen wir mal gucken. In der nächsten Runde aber erst, ne? Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.